أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Es gibt einige Geschwister im Islam, du hast das vorhin angesprochen, die auf den Koran schwören. Na, ist das erlaubt, auf den Koran zu schwören? Dieses ist aus zwei Gesichtspunkten zu betrachten, liebe Geschwister. Der erste Gesichtspunkt ist, dass wir sagen, wir schwören auf den Koran als Papier und Tinte. Das ist haram. Wir schwören auf den Koran als Papier und Tinte, das ist haram. Aber wir schwören auf den Koran nicht als Papier und Tinte, sondern weil es die Wörter Allahs sind. Hier haben manche das erlaubt, wobei man das unterlassen sollte, denn wir haben das nicht bei den Sahaba radiallahu anhum vorgeführt. Die Sahaba haben nicht auf den Koran geschworen. Passt auf. Die Sahaba haben nicht auf den Koran geschworen. Sheikh bin Uthaymeen rahimullah ta'ala sagte, wir haben nicht vorgefunden, dass die Sahaba oder die, die ihnen gefolgt sind, auf den Koran geschwört haben. Und daher sollen wir diese Sache unterlassen. Na, es ist nicht hier Schirk in dem Sinne, wie manche Leute das denken. Nein, das sagen wir auch nicht. Aber man soll das unterlassen, weil das nicht eine Sunna ist. Wallahu ta'ala ala.